Der Tag danach beim Hamburger SV. Blauer Himmel über dem Stadion, ein paar Autogramme, ein paar Fotos. Es war, als hätte es die Krise bei den Norddeutschen nie gegeben. Der 4:0-Erfolg gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig, er war Balsam für die Hamburger Seele. Und er lässt die Spieler wieder von höheren Zielen träumen. Ja, wir haben ja natürlich, unsere Ziele sind ja, dass wir in die Euroleague kommen. Und jetzt haben wir unseren ersten Sieg mitgenommen. Und jetzt haben wir auch 10 Tage frei. Das denke ich gut, dass wir uns im Kopf auch frei sind. Endlich mal abschalten, den Saisonstart verarbeiten. Jüngster Hakan Çalhanoğlu hat nach seinem Doppelpack im Nordduell eine Möglichkeit gefunden. Ja, das freut mich natürlich, dass ich meine eigenen Tore sehen kann im Fernsehen. Und deswegen hat mich das sehr gefreut und bin auch echt spät ins Bett. Spät ins Bett, morgens ein paar Interviews und dann ging es mit dem Taxi zum Flughafen. Das Ziel, die türkische A-Nationalmannschaft. Eine schwere Entscheidung für den 19 Jahre alten Deutsch-Türken, der schon für die deutsche U20 und U21-Auswahl gespielt hat. Die deutsche Nationalmannschaft, die sind ja ganz gut besetzt. Im Mittelfeld denke ich, dass es schwer ist, die Chance zu bekommen. Und deswegen denke ich auch, dass man in der türkischen Nationalmannschaft die Position einfacher ist zu besetzen. Der Hamburger SV. Ein Schritt aus der Krise, 2 Wochen Abstand vom Bundesliga-Alltag. Nach der Länderspielpause will der HSV dann nachlegen. Bei Borussia Dortmund wird das aber schwer genug. Mkhitaryan führt Dortmund zurück an die Tabellenspitze. Ein bärenstarker Henrich Mkhitaryan hat Borussia Dortmund zurück an die Spitze der Bundesliga geschossen. Der 27,5 Millionen Euro teure Neuzugang aus Armenien erzielte für den BVB beide Tore zum 2:1 bei Eintracht Frankfurt und war fast im Alleingang dafür verantwortlich, dass der Vizemeister den Triple-Gewinner Bayern München mit einer makellosen Bilanz wieder vom ersten Tabellenplatz verdrängte. Für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp war es der 4. Sieg im 4. Spiel, Startrekord eingestellt. Erster Dämpfer für Bayer. Bayer Leverkusen hat die erste Saisonniederlage kassiert. Die Werkself unterlag Schalke 04 mit 0:2. Bald soll dann aber ein alter Bekannter wieder mit auf Torejagd gehen. Ich weiß, was ich jetzt hier daran habe, was ich hatte. Und wie gesagt, das möchte ich einfach auf dem Platz im Training, wie auch in den Einsätzen, die ich bekommen werde, dem Verein, der Mannschaft zurückgeben. Nach der Länderspielpause erwartet Leverkusen den VfL Wolfsburg und hofft dann auf Wiedergutmachung. Vielleicht schon mit Ehren Derdiok. Bayern präsentiert Trachtenlook. Triple-Gewinner Bayern München wird eine Woche vor dem Beginn des Oktoberfestes im Trachtenlook auflaufen. Am 14. September im Bundesliga-Heimspiel gegen Hannover 96 trägt der Rekordmeister erstmals sein neues Auswärtstrikot, das in zünftiger bayerischer Optik gehalten ist. Ja, es ist was ganz Besonderes. Ich spiele auch schon jetzt ein paar Jahre bei Bayern München und wir haben noch nie so ein Trikot gehabt in den Farben und das ist was ganz Neues und ich finde die Idee wirklich sehr gut, es passt sehr, sehr gut zu uns. Den ersten Auswärtsauftritt in der neuen Kombination gibt es am Wochenende des Wiesenauftaktes bei Schalke 04. Der Transfer der Woche. Eines muss man Kevin Prince Boateng lassen. Der Sensationstransfer von Schalke 04 erreichte bei seinem Comeback in der Bundesliga beim 2:0 gegen Bayer Leverkusen zwar noch nicht seine Topleistung, aber er riss seine neuen Teamkollegen mit. Und das 30 Stunden nach seiner Präsentation am Freitag. Der Prinz war stets alles andere als ein pflegeleichter Typ. Einer mit Ecken und Kanten, aber auch einer, der sich nie scheute, Führungsaufgaben zu übernehmen. Und genau das ist bei Schalke 04 in der derzeitigen Situation gefragt.